bin der Paul von ProGlove. Wir haben hier gestartet, hier im Makerspace, und wir haben jetzt in Summe 50 Millionen eingesammelt und sind fast 200 Mitarbeiter, und wir machen intelligente Handschuhe für die Industrie. Ja, als wir angefangen haben, da hatten wir verschiedene Ideen, wie wir dann in die Industrie einsteigen könnten. Wir hatten ja alle keinen großen Industriehintergrund. Und da hat uns wahnsinnig geholfen Design Thinking, User-Centric Design, dass wir einfach sehr, sehr viel Zeit dann mit den Nutzern verbracht haben. Und jedes Mal, wenn wir dann zu den Nutzern sind, hatten wir natürlich auch einen neuen Prototyp. Und die haben wir dann alle hier gebaut. Da hat uns sehr geholfen, in erster Linie die 3D-Drucker, mit denen wir dann die ganzen Gehäuse und so weiter gebaut haben. Und an zweiter Stelle die Lasercutter, mit denen wir dann auch die Handschuhe, die Applikationen und so weiter alles relativ schnell ausschneiden konnten. Was wir gelernt haben, ist, dass es nie gut ist, zu viel Zeit nur im Labor oder nur in der Werkstatt zu verbringen, sondern immer wieder eine Phase haben, ein Produkt oder ein Prototyp zu bauen, dann wieder raus. Also nicht zu viel Zeit damit zu verbringen, zu glauben, man weiß, um was es geht und man kann das jetzt perfekt ausingenieren, sondern lieber kleine Schritte, dafür viele machen. Dadurch kommt man viel schneller voran und lernt dann auch viel mehr, was jetzt wirklich der Kunde braucht.